Hallo Freunde, hier ist das Faxis A-Team. Ich bin MacGyver und habe da was Neues vor. Wieder eine Aufgabe von Fox will's wissen, was keiner wissen möchte. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Ich habe eine tolle Unterhaltung mit meinem Arbeitskollegen gehabt. Der meinte, in Haribo Colorado ist genau dasselbe drin in jeder Tüte. Außer jetzt vielleicht nicht die roten Dinge, aber so von jedem ist schon das gleiche drin, so ziemlich. Wo ich sage, das kann ich mir kaum vorstellen, ist es nicht, weil ich kenne es ja auch schon anders, dass ich auch schon Sachen hatte, die anders sind. Aber ich kam auf die Idee, gehen wir die Sache auf den Grund. Ich mache 3 Tüten auf und dann schauen wir uns das mal ganz genau an, was da so alles drin ist. Viel Spaß bei diesem Video, weil Fox will's wissen. So, liebe Leute, mache ich mal die erste Tüte auf. So, das ist das erste Prinzip. Hier ein bisschen Konfekt, hier ein bisschen Weingummi mit Goldbeeren, 2 von solchen Konfektstangen, hier ein bisschen Konfekt, so wie man sieht. Hier die leckeren Dinger, oh, ich liebe die Dinger. Und die bunten, komischen Schaumstoffdinger. Ein Vampir ist da drin, ein paar Frösche. Auch in meinen Augen Weingummi, aber das sind die mit den gelben Überzeugen. So, jetzt gehen wir mal die 2. So, das ist das Ergebnis der 2. Tüte. Da sieht man schon allein einiges mehr Weingummi als in der 1. Tüte. 2 von den Dingern nur. Auch wenig von dem Konfekt. Sogar was die 1. Tüte gar nicht hat, sind 3 pure Lakritze nur. Ich auch sehr gerne. Wieder 3 von den Dingern. Das ist mal geblieben. Das wundert mich. Aber um einiges mehr Weingummi. Dafür auch 2 von den Dingern, wo bei der 1. Tüte 5 drin sind. Und dafür aber auch nur 2 Frösche. Und dafür auch 3 Vampire. So, die letzte Tüte jetzt. So, das Ergebnis der 3. Tüte. Wieder ein bisschen mehr Konfekt. 3 wieder von den Dingern, wobei der 1. Tüte auch um einiges mehr drin sind. Und dafür auch wieder kein Lakritz und nur ein diesmal von denen. Auch wieder sehr viel Weingummi, was in der 1. Tüte auch nicht gegeben hat. Von denen ist diesmal nicht eine Tüte, also nicht ein einzigen drin. Dafür auch nur ein einzigen von denen und ganz wenig von denen. Dafür ist im Weingummi wieder nur 2 Vampire. Das wäre das Weingummi aber auch wieder massig, aber an dem Punkt sieht das so was wäre da weniger drin als in den anderen vorigen Dinger. Aber naja, das sind 3 Tüten, die ich mal aufgemacht habe. Ihr könnt euer Urteil selber stellen, aber für mich ist es eindeutig, da ist definitiv was Verschiedenes drin. Das ist die Auflistung. Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3 und eines ich jetzt. Guten Appetit. Viel Spaß, euer MacGyver 48 aus Faxis A-Team.